Beweist man uns das Leben großer Geister? Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben, lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand liegt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier die Haut zur Macht zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert, jetzt frage sie nur noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sähe, doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagte ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm noch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weis und kühn, jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Morgendliche Rede an den Baum Green stammt aus der ersten Lektion der Hauspostille. Brecht schreibt in seiner Anleitung zum Gebrauch der Hauspostille über die erste Lektion Folgendes. Sie wendet sich direkt an das Gefühl des Lesers. Es empfiehlt sich nicht zu viel davon auf einmal zu lesen. Auch sollten nur ganz gesunde Leute von dieser für die Gefühle bestimmten Lektion Gebrauch machen. Morgendliche Rede an den Baum Green. 1. Green, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Ich konnte heute Nacht nicht einschlafen, weil der Sturm so laut war. Als ich hinaussah, bemerkte ich, dass Sie schwankten wie ein besoffener Affe. Ich äußerte das. 2. Heute glänzt die gelbe Sonne in ihren nackten Ästen. Sie schütteln immer noch einige Zähren ab, Green. Aber Sie wissen jetzt, was Sie wert sind. Sie haben den bittersten Kampf Ihres Lebens gekämpft. Es interessierten sich Geier für Sie. Und ich weiß jetzt, einzig durch Ihre unerbittliche Nachgiebigkeit stehen Sie heute Morgen noch gerade. 3. Angesichts Ihres Erfolgs meine ich heute, es war wohl keine Kleinigkeit, so hoch heraufzukommen, zwischen den Mietskasernen, so hoch herauf, Green, dass der Sturm so zu Ihnen kann, wie heute Nacht. Die drei folgenden Gedichte sind einer Sammlung von Psalmen entnommen, die Brecht in den Jahren 1920-21 schrieb. Sie behandeln die Stürme der Seligkeit und Fleischeslust und deren Folgen. Sie sind das Richtige für die Stunden des Reichtums und der Besinnung. Suchen Sie nicht nach dem tieferen Sinn der Gedichte, Sie haben keinen. Aus dem Psalmen. Vision in Weiß. 1. Nachts erwache ich schweißgebadet am Husten, der mir den Hals einschnürt. Meine Kammer ist zu eng. Sie ist voll von Erzengeln. 2. Ich weiß es, ich habe zu viel geliebt, ich habe zu viel Leiber gefüllt, zu viel orangene Himmel verbraucht. Ich soll ausgerottet werden. 3. Die weißen Leiber, die weichsten davon, haben meine Wärme gestohlen. Sie gingen dick von mir. Jetzt friere ich. Man deckt mich mit vielen Betten zu. Ich ersticke. 4. Ich argwöhne, man wird mich mit Weihrauch ausräuchern wollen. Meine Kammer ist überschwemmt mit Weihwasser. Sie sagen, ich habe die Weihwassersucht. Das ist dann tödlich. 5. Meine Geliebten bringen ein bisschen Kalk mit in den Händen, die ich geküsst habe.
Es wird die Rechnung präsentiert über die orangenen Himmel, die Leiber und das andere. Ich kann nicht bezahlen. 6. Lieber sterbe ich. Ich lehne mich zurück. Ich schließe die Augen. Die Erzengel klatschen. Gesang von einer Geliebten. 1. Ich weiß es, Geliebte, jetzt fallen mir die Haare aus vom wüsten Leben und ich muss auf den Steinen liegen. Ihr seht mich trinken den billigsten Schnaps und ich gehe bloß im Wind. 2. Aber es gab eine Zeit, Geliebte, wo ich rein war. 3. Ich hatte eine Frau, die war stärker als ich, wie das Gras stärker ist als der Stier. Es richtet sich wieder auf. 4. Sie sah, dass ich böse war und liebte mich. 5. Sie fragte nicht, wohin der Weg ging, der ihr Weg war, und vielleicht ging er hinunter. Als sie mir ihren Leib gab, sagte sie, das ist alles, und es wurde mein Leib. 6. Jetzt ist sie nirgends mehr. Sie verschwand wie die Wolke, wenn es geregnet hat. Ich ließ sie und sie fiel abwärts, denn dies war ihr Weg. 7. Aber nachts, zuweilen, wenn ihr mich trinken seht, sehe ich ihr Gesicht, bleich im Wind, stark und mir zugewandt, und ich verbeuge mich in den Wind. Gesang von der Frau. 1. Abends am Fluss, in dem dunklen Herz der Gesträucher, sehe ich manchmal wieder ihr Gesicht, der Frau, die ich liebte, meiner Frau, die nun gestorben ist. 2. Es ist viele Jahre her und zu Zeiten weiß ich nichts mehr von ihr, die einst alles war, aber alles vergeht. 3. Und sie war in mir wie ein kleiner Wacholder in mongolischen Steppen, konkav, mit fahlgelbem Himmel und großer Traurigkeit. 4. Wir hausten in einer schwarzen Hütte am Fluss. Die Stechfliegen zerstachen oft ihren weißen Leib und ich las die Zeitung 7-mal oder ich sagte, dein Haar ist schmutzfarben oder du hast kein Herz. 5. Doch eines Tages, da ich mein Hemd wusch in der Hütte, ging sie an das Tor und sah mich an und wollte hinaus. 6. Und der sie geschlagen hatte, bis er müde war, sagte, mein Engel. 7. Und der gesagt hatte, ich liebe dich, führte sie hinaus und sah lächelnd hin in die Luft und lobte das Wetter und gab ihr die Hand. 8. Da sie nun draußen war in der Luft und es ward öde in der Hütte, schloss er das Tor und setzte sich hinter die Zeitung. 9. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen und einzig von ihr blieb der kleine Schrei, den sie machte, als sie zurück an das Tor kam am Morgen, da es schon zu war. 10. Nun ist die Hütte verfault und die Brust ausgestopft mit Zeitungspapier und ich liege abends am Fluss im dunklen Herz der Gesträuche und erinnere mich. 11. Der Wind hat Grasgeruch im Haar und das Wasser schreit unaufhörlich um Ruhe zu Gott und auf meiner Zunge habe ich einen bitteren Geschmack. In der Magdeburger Zeitung veröffentlichte Brecht 1929 eine kleine Erzählung, die er die Antwort nannte. Es war ein reicher Mann, der hatte eine junge Frau. Die war mehr wert als all sein Gut, und das war nicht wenig. Sie war nicht mehr sehr jung, und er auch nicht. Aber sie lebten zusammen wie zwei Tauben, und er hatte zwei gute Hände. Das waren ihre Hände. Und sie hatte einen guten Kopf, das war sein Kopf. Sie sagte oft zu ihm, ich kann nicht gut denken, lieber Mann, ich sage alles nur so heraus.
Er aber besaß einen scharfen Verstand und darum wurde sein Besitztum immer schöner. Da geschah es nun eines Tages, dass er einen Schuldner in die Hände bekam, dessen Gut er notwendig brauchte. Auch war es kein guter Mensch. Deshalb machte er nicht viel Federlesens mit ihm und pfändete ihn aus. Der Mensch sollte noch eine Nacht in seinem Hause schlafen, in dem er alle seine Jahre so gelebt hatte, dass er nun in die Fremde ziehen musste. Am Morgen danach sollte ihm alles genommen werden. In dieser Nacht nun konnte seine Frau nicht schlafen. Sie lag neben ihrem Manne da und dachte nach und stand auf. Sie stand auf und ging zu dem Nachbar hinüber, den ihr Mann pfänden wollte, mitten in der Nacht. Denn sie dachte, dass sie ihren eigenen Mann nicht kränken durfte, indem sie mit seinem Wissen dem Nachbar half. Und sie konnte den Menschen auch nicht leiden sehen. Der Mensch war auch wach, da hatte sie recht geraten. Er saß in seinen vier Wänden und genoss die Stunden aus. Als er sie sah, erschrak er. Sie aber wollte ihm nur recht schnell ihren Schmuck geben. Weil sie nun dazu Zeit brauchte, oder weil ihr Mann im Schlafe spürte, dass sie nicht bei ihm war, erwachte er und stand ebenfalls auf und ging im Hause herum, rief sie und ängstigte sich und ging auf die Straße. Da sah er Licht in seines Nachbars Hause und ging hinüber, um zu sehen, ob er was vergrabe, das ihm nicht mehr gehörte. Und dabei, als er durchs Fenster sah, erblickte er seine Frau bei dem Nachbarn mitten in der Nacht. Er hörte sie nicht und sah auch das Kästchen nicht in ihrer Hand. Darum stieg ihm das Blut in den Kopf und er zweifelte an seiner Frau. Zugleich fasste er sein Messer in der Tasche und überlegte sich, wie er die beiden töten könnte. Da hörte er seine Frau sagen, »Nimm es nur, ich will nicht, dass mein Mann eine solche Sünde auf sich lädt, und ich will auch nicht, dass ich ihm wehe tue, indem ich dir helfe, denn du bist ein schlechter Mensch.« Damit ging sie zur Tür, und der Mann hatte Eile, sich zu verstecken, da sie schnell heraustrat und in ihr Haus hinüberlief. Er ging stumm hinter ihr her, und drinnen sagte er ihr, er hätte nicht schlafen können und sei auf das Feld gegangen, weil ihn sein Gewissen bedränge darüber, dass er dem Nachbarn sein Haus nehmen wolle. Da fiel ihm die Frau an die Brust und weinte. Eine solche Freude hatte sie. Aber als sie nun wieder zusammen schliefen, schlug des Mannes Gewissen erst recht und er hatte eine große Scham, denn nun war er zweimal zu klein gewesen. Einmal, als er ihr misstraute, und zum anderen Mal, als er sie anlog. Seine Scham war so groß, dass er sich einredete, er sei ihrer nicht wert, und wieder aufstand und in die Stube hinunterging und lange da saß, so wie der Nachbar drüben in seinem Haus. Dann aber ward es schlimmer bei ihm, denn ihm half niemand, weil er so gar versagt hatte. Darum ging er gegen Morgen von seinem Hause, als es noch dunkel war, und lief fort mit dem Wind ohne eine Richtung. Er lief den ganzen Tag ohne etwas zu essen, auf einer Straße, die in eine leere Gegend führte. Und wenn sie durch Dörfer kam, machte er einen Bogen. Am Abend kam er an einen schwarzen Fluss, an dem fand er eine zerfallene Hütte, in der niemand war, und da um sie herum in den Auen fette Kräuter wuchsen und der Fluss fischreich war, so blieb er 3 Jahre lang und vertrieb sich die Zeit mit Kräutersammeln und indem er Fische fing. Dann wurde es ihm zu einsam dort, das heißt, die Stimmen der Wasser wurden zu laut für ihn und die Gedanken wuchsen zu zahlreich, von denen es heißt, sie sind wie Vögel, die das Essen bedrecken. Darum ging er in eine Stadt und dann in viele Städte ohne Richtung, bettelte dort und kniete in den Kirchen. Aber mit der Zeit wurden seine Gedanken mächtiger über ihn und sie quälten ihn sehr. So begann er zu trinken und herumzulaufen wie ein Hund, der für die Kette zu schlecht ist. Es vergingen aber unter dem viele Jahre. Da geschah es einmal zu der Zeit, wo er seinen Namen schon vergessen hatte, dass er, der halb blind geworden war, wieder zu der Stadt zurückkehrte,
in der er einmal gewohnt hatte. Das war viele Jahre her. Er erkannte sie auch nicht wieder und kam nicht weiter als bis zu der Vorstadt. Da lag er im Hof einer Schenke. Niemand weiß, wie lange es ging, dass er dort weilte. Länger als die Zeit, die ein Mensch braucht, um weiße Haare zu kriegen. Denn bei ihm ging es schneller damit. Und er verelendete immer noch mehr. Als er nun sehr verkommen war, lag er auf den Steinen und es regnete auf seinen Kopf. Da kam eines Tages um die Mittagszeit eine Frau des Weges in den Hof und redete mit dem Wirt. Als der Bettler aber die Stimme hörte, durchfuhr es ihn und sein Herz ging schneller, wie das eines geht, der versehentlich in einen Saal gekommen ist, wo es schöne Musik gibt. Aber er hat kein Recht dazu. Und der Mann sah, dass es seine Frau war, die da redete, und brachte kein Wort heraus. Nur die Hand streckte er aus, als sie vorüberging. Aber die Frau erkannte ihn nicht, denn er sah sich nicht mehr ähnlich, in keinem Zug. Ja, man sah ihm nicht einmal mehr an, dass er eine solche Qual hatte. So war sein Gesicht geworden. Also wollte die Frau vorübergehen, denn es gab so viele Bettler und dieser schien unverschämt. Da aber brachte der Mann den Mund auseinander und es gelang ihm, etwas zu sagen, das klang, als hieße es »Frau«. Da beugte sich die Frau nieder und sah ihn an und ihre Knie begannen zu wanken und sie erblasste sehr. Und als er schon nicht mehr sein Herz hörte, da hörte er sie und sie sagte, »Mein lieber Mann, wie hast du mich doch lange warten lassen, bis dass ich nun hässlich geworden bin, dieweil 7 Jahre mir wie Schmerzen vergangen sind und ich fast an dir gezweifelt hätte.« Aus dem Stück Coriolan von Shakespeare in der Bearbeitung von Brecht. Der Senator Menenius Agrippa wird ausgeschickt, Plebejer, die gegen Hungersnot und Kriegsdienst streiken, mit einem Gleichnis zur Raison zu bringen. Es ist die berühmte Geschichte vom Bauch und den Gliedern. Da kommt Menenius Agrippa, Senator und Schönredner. Was hockt ihr herum, Landsleute? Wo sind eure Waffen? Die Volksgesetze sind im Anmarsch. Was ist denn los? Um Himmels Willen, klärt mich auf. Unser Vorhaben ist dem Senat nicht ganz unbekannt. Seit 14 Tagen haben wir durchblicken lassen, dass wir ernst machen. Jetzt ist es soweit. Aber Leute, gute Nachbarn, liebe Freunde, wollt ihr euch selbst zugrunde richten? Das können wir nicht, Herr. Wir sind schon zugrunde gerichtet. Freunde, glaubt mir, erstaunlich liebevoll sorgt für euch der Senat. Was euer Hungern in dieser Zeit der Teuerung angeht, könnt ihr gerade so dem Himmel drohen mit eurem Streiken als dem Senat, denn solche Teuerung wird von Göttern über uns verhängt und nicht von Menschen. Ach, euer Elend führt euch dorthin, wo größeres Elend euch erwartet. So beißt der Säugling in die leere Brust der unglücklichen Mutter. Ach, ihr scheltet wie eine Feindin Rom, das für euch sorgt. Für uns sorgt, so siehst du aus. Sie sorgten noch nie für uns. Uns hungern lassen und ihre Vorratshäuser sind vollgestopft mit Korn. Entweder ihr seid tückisch oder mit Verlaub sehr dumm. Ich werde euch ein Gleichnis zum Besten geben. Möglich, dass ihr es kennt, doch passt es her. Nun wollt ihr es hören, Freunde. Warum nicht? Wir haben ja Zeit für Märlein. Ich für meinen Teil möchte schon lang gern schön reden lernen. Und das kann man von dir, Agrippa. Schieß los. Es war einmal, da rebellierten alle Glieder des Körpers gegen den Bauch. Sie schrien, er sei ein Loch, nichts sonst in Körpermitte, faul und untätig, doch die Speisen hamsternd, dieweil mit ihnen nicht die Arbeit teilend, all das Bewegen, Sehen, Hören, Planen, das Fühlen, Instruieren, das sie besorgten, mit wechselseitigem Eifer, Trieb und Neigung des ganzen Körpers willig fördernd. Drauf erwiderte der Bauch. Was erwiderte er? Gleich doch. Mit einer Art von Lachen. Nicht lauthals. Natürlich nicht aus voller Lunge. Melancholisch fast, erwiderte der Bauch.
Seht ihr, ich kann ihn lachen lassen, grad so gut wie reden. Lachend sagte er den missvergnügten Gliedern, die ihm seine Einkünfte nicht vergönnten, so wie ihr unseren Senatoren. Also was, was sagte dein fauler Bauch, Senkgrube und Abtritt, was? Was, was? Wie, wie? Das ist der Witz. Wieso? Es kommt darauf an, was er sagt, der Fettsack, der... Der Mensch lässt mich nicht zu Worte kommen. Ich will nur wissen, was. Gleich. Gleich ist bei dir morgen. Euer sehr ernster Bauch erwog die Antwort. Er war nicht rasch wie seine Widersacher. Wahr ist es, meine werten Kompagnons, sprach er. Zuerst nehme ich die Nahrung auf, von der ihr alle lebt. Und das ist nötig, weil ich des ganzen Körpers Speicher bin, der Laden sozusagen. Doch vielleicht entsinnt ihr euch, dass ich die neuen Kräfte durch eures Bluts Kanäle zu euch sende und durch des Körpers Gäng und Windungen empfängt der fernste Nerv, die feinste Ader von mir den angemessenen Unterhalt. Wiewohl ihr nun nicht alle, sprach der Bauch, ihr lieben Freunde. Freunde ist gut. Er sagte, liebe Freunde, ob ihr auch nicht alle gleich seht, was ich jedem zumess, kann ich doch Rechnung legen, dass ich allen das feinste Mehl von allem Mehl zuteile und nur die Kleie rückbehalte. Nun, was sagt ihr jetzt? Sie ist eine Antwort. Und nun die Moral? Nun, der Senat ist dieser gute Bauch. Ihr seid die aufsässigen Glieder. Denkt. Aufs Denken kommt es an. Denkt, 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 denkt. Und euch wird aufgehen, wie die würdigen Väter das öffentliche Wohl im Aug, das Allgemeine, den Einzelnen beliefern. Denn was euch zukommt, von ihnen kommt's. Was sagst du jetzt, du großer Zeh in diesem Haufen? Ich? Wieso bin ich der große Zeh? Weil du der niederste, gemeinste, ärmste von dem Gesindel bist. Du gehst voran wie, du Schurke, du ansteckend fauler Apfel, du großer Fresse, gut kein Krieg für Rom. Dann wird Rom Krieg mit seinen Ratten führen und euch für alle Zukunft heil, Freund Martius. Aus dem Stück Mutter Courage und ihre Kinder. Der Feldprediger rät der Mutter Courage, neue Waren einzukaufen. Ein Gespräch über Krieg und Frieden auf dem Wege irgendwo zwischen Polen und Bayern. Courage, ich verstehe, dass Sie es ernst meinen. Es hat immer welche gegeben, die gehen herum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sag, dass der Krieg einmal aufhört, ist nicht gesagt. Es kann natürlich zu einer kleinen Pause kommen. Der Krieg kann sich verschnaufen müssen. Ja, kann sogar sozusagen verunglücken. Davor ist er ja nicht gesichert. Es gibt ja nichts Vollkommenes all hier auf Erden. Einen vollkommenen Krieg, wo man sagen könnte, an dem ist nichts mehr auszusetzen, wird es vielleicht überhaupt nie geben. Plötzlich kann er ins Stocken kommen, an was Unvorhergesehenem. An alles kann kein Mensch denken. Vielleicht ein übersehen und das Schlamassel ist da. Und dann kann man den Krieg wieder aus dem Dreck ziehen. Aber die Kaiser und Könige und der Papst wird ihm zu Hilfe kommen in seiner Not. Und so hat er im Ganzen nichts Ernstliches zu fürchten und ein langes Leben liegt vor ihm. Denken Sie selber, was sollt gegen den Krieg sein? Ich möchte sagen, den Frieden gibt's im Krieg auch. Er hat seine friedlichen Stellen. Der Krieg befriedigt nämlich alle Bedürfnisse, auch die friedlichen darunter. Dafür ist gesorgt, sonst möchte er sich ja nicht halten können. Im Krieg kannst du auch kacken wie im tiefsten Frieden. Und zwischen dem einen Gefecht und dem anderen gibt's ein Bier. Und sogar auf dem Vormarsch kannst du einen Nicker machen, auf dem Ellenbogen, das ist immer möglich, im Straßengraben. Beim Stürmen kannst du nicht Karten spielen, das kannst du beim Ackerpflügen im tiefsten Frieden auch nicht. Aber nach dem Sieg gibt's Möglichkeiten. Dir mag ein Bein abgeschossen werden, da erhebst du zuerst ein großes Geschrei, als wär's was. Aber dann beruhigst du dich oder kriegst einen Schnaps. Und am End hüpfst du wieder herum und der Krieg ist nicht schlechter dran als vorher. Und was hindert dich daran, dass du dich vermehrst, inmitten all dem Gemetzel, hinter einer Scheune oder woanders?
Davon bist du auf die Dauer nie abzuhalten. Und dann hat der Krieg deine Sprösslinge und kann mit ihnen weiterkommen. Nein, der Krieg findet immer einen Ausweg, was nicht gar. Warum sollte er aufhören müssen? Die Mori-Tat vom Räuber McKees, genannt Mackie Messer. Die Drei-Groschen-Oper wurde 1928 zum ersten Mal aufgeführt. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Und er kann sich nicht erinnern und man kann nicht an ihn ran. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Der Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kutschbehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine andere Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm. Und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm. Und sagt, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kutschbehar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine andere Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird es wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kutschbehar. Wenn es mal regnete und es begegnete
ihnen eine andere Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Bistek, tata. Der neue Kanonensong. Fritz war SA und Karl war Partei. Und Albert bekam doch den Posten. Aber auf einmal war Albis vorbei. Und man fuhr nach dem Westen und Osten. Der Schmidt vom Rheine braucht die Ukraine. Und Krause braucht Paris. Wenn es nicht regnete und man begegnete nicht fremde Militäre dem oder jenem Heere, dann kriegte Meier aus Berlin Bulgarien Gewiss. Schmidt, dem wurde die Wüste zu heiß und das Nordkap zu kalt im Krause. Aber das Böse ist keiner mehr weiß. Wie kommt man es wieder nach Hause? Aus der Ukraine zurück zum Rheine, nach Ulmheim aus Algier. Weil es stark regnete und man begegnete ganz fremde Militäre, so manchem großen Heere. Der Irreführer weiß es nicht, der ist nicht mehr hier. Schmidt kam nicht mehr heim und Deutschland war hin. Hat nach Leichen und Ratten gerochen. Aber in dem zerstörten Berlin wird vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Köln liegt in Scherben, Hamburg im Sterben und Dresden liegt zerschellt. Doch wenn Amerika sah dieser Russen da, vielleicht wenn die sich krachten, dann gibt's ein neues Schlachten. Und Krause wieder im grauen Feld kriegt doch noch die Welt. Durch den Verrat eines Weibes ist Mackie Messer in den Kerker gekommen und wartet auf die Hinrichtung. Ruf aus der Gruft. Stimme, die um Mitleid ruft. Mackies liegt hier nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buche, nein, in einer Gruft. Hierher verschlug ihn des Geschickes Zorn. Gott gib, dass ihr sein letztes Wort noch hört. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein. Solange er belebt, steht ihm doch bei. Wollt ihr, dass seine Macht der ewig sei? Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Es ist da wirklich, was man Pleite nennt. Die ihr als oberste Autorität nur eure schmierigen Gelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und den Haufen und müsstet über ihn mit ihr jetzt sprechen. Wie Schweine eines hinterm anderen laufen. Ach, seine Zähne sind so lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Macht der ewig währt? Ballade, in der Mackies, genannt Mackie Messer, unter dem Galgen jedermann Abbitte leistet. Meine Damen, meine Herren, Sie sehen vor sich den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich? Gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank? Gegen die Gründung einer Bank. Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten und flucht auch nicht, uns sind wir auch gefallen. Seid nicht auf unser Boost wie das Gericht. Gesetzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen lasst euch uns zur Lehre sein. Und bitte Gott, er möge mir verzeihen.
Die Mädchen, die die Brüste zeigen, um leichter Männer zu erwischen. Die Burschen, die nach ihnen äugen, um ihren Sündenlohn zu fischen. Die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tagediebe, Vogelfrei, die Mordgesellen, Abtrittsweiber. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen. Nicht so die Polizistenhunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde gaben meinem Munde, auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch will ich heute nicht so sein, um weitere Händel nicht zu suchen, bitt ich auch sie, mir zu verzeihen. Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte Sie, mir zu verzeihen. Der Soldat von La Ciotat wurde 1935 geschrieben, als die Mussolini-Truppen in Äthiopien einmarschierten. Zeitungen berichteten, dass die Kriegsbegeisterung der Truppen groß sei, dass aber Seuchen herrschten. Der Soldat von La Ciotat. Nach dem Ersten Weltkrieg sahen wir in der kleinen südfranzösischen Hafenstadt La Ciotat bei einem Jahrmarkt zur Feier eines Schiffsstapellaufs auf einem öffentlichen Platz das bronzene Standbild eines Soldaten der französischen Armee, um das die Menge sich drängte. Wir traten näher hinzu und entdeckten, dass es ein lebendiger Mensch war, der da unbeweglich in erdbraunem Mantel, den Stahlhelm auf dem Kopf, ein Bajonett im Arm, in der heißen Junisonne auf einem Steinsockel stand. Sein Gesicht und seine Hände waren mit Bronzefarbe angestrichen. Er bewegte keinen Muskel, nicht einmal seine Wimpern zuckten. Zu seinen Füßen an dem Sockel lehnte ein Stück Pappe, auf dem folgender Text zu lesen war: Der Statuenmensch, Homme Statue. Ich, Charles-Louis Franchard, Soldat im X-ten Regiment, erwarb als Folge einer Verschüttung vor Verdun die ungewöhnliche Fähigkeit, vollkommen unbeweglich zu verharren und mich beliebige Zeit lang wie eine Statue zu verhalten. Diese meine Kunst wurde von vielen Professoren geprüft und als eine unerklärliche Krankheit bezeichnet. Spenden Sie bitte einem Familienvater ohne Stellung eine kleine Gabe. Wir warfen eine Münze in den Teller, der neben dieser Tafel stand, und gingen kopfschüttelnd weiter. Hier also, dachten wir, steht er, bis an die Zähne bewaffnet, der unverwüstliche Soldat vieler Jahrtausende. Er, mit dem Geschichte gemacht wurde, er, der alle diese großen Taten der Alexander, Cäsar, Napoleon ermöglichte, von denen wir in den Schullesebüchern lesen. Das ist er. Er zuckt nicht mit der Wimper. Das ist der Bogenschütze des Cyrus, der Sichelwagenlenker des Kambyses, den der Sand der Wüste nicht endgültig begraben konnte, der Legionär Cäsars, der Lanzenreiter des Genghis Khan, der Schweizer des 14. Ludwig und des 1. Napoleon Grenadier. Er besitzt die eben doch nicht so ungewöhnliche Fähigkeit, sich nichts anmerken zu lassen, wenn alle erdenklichen Werkzeuge der Vernichtung an ihm ausprobiert werden. Wie ein Stein. Fühllos, sagt er, verharre er, wenn man ihn in den Tod schicke. Durchlöchert von Lanzen der verschiedensten Zeitalter, steinernen, bronzernen, eisernen, angefahren von Streitwagen, denen des Artaxerxes und denen des Generals Ludendorff, zertrampelt von den Elefanten des Hannibal und den Reitergeschwadern des Attila, zerschmettert von den fliegenden Erzstücken der immer vollkommeneren Geschütze mehrerer Jahrhunderte, aber auch den fliegenden Steinen der Katapulte, zerrissen von Gewehrkugeln, groß wie Taubeneier und klein wie Bienen, steht er unverwüstlich, immer von Neuem kommandiert in vielerlei Sprachen, aber immer unwissend, warum und wofür. Die Ländereien, die er eroberte, nahm nicht er in Besitz, so wie der Maurer nicht das Haus bewohnt, das er gebaut hat. Noch gehörte ihm etwa das Land, das er verteidigte. Nicht einmal seine Waffe oder seine Montur gehört ihm. Aber er steht über sich den Todesregen der Flugzeuge und das brennende Pech der Stadtmauern, unter sich Mine und Fallgrube, um sich Pest und Gelbkreuzgas,
Fleischer nach Köcher für Wurfspieß und Pfeil. Zielpunkt. Tankmatsch. Gaskocher. Vor sich den Feind und hinter sich den General. Unzählige Hände, die ihm das Wams webten, den Harnisch klopften, die Stiefel schnitten. Unzählbare Taschen, die sich durch ihn füllten. Unermessliches Geschrei in allen Sprachen der Welt, das ihn anfeuerte. Kein Gott, der ihn nicht segnete. Ihn, der behaftet ist mit dem entsetzlichen Aussatz der Geduld. Ausgehöhlt von der unheilbaren Krankheit der Unempfindlichkeit. Was für eine Verschüttung, dachten wir, ist das, der er diese Krankheit verdankt. Diese furchtbare, ungeheuerliche, so überaus ansteckende Krankheit. Sollte sie, fragten wir uns, nicht doch heilbar sein? Geschichten vom Herrn Keuner oder Dialektik als Lebensweise. Die Sammlung von Beobachtungen, Haltungen und Gästen entstand zum größten Teil in den 20er oder 30er Jahren. Der Zweckdiener. Herr Keuner stellte die folgenden Fragen. Jeden Morgen macht mein Nachbar Musik auf einem Grammophonkasten. Warum macht er Musik? Ich höre, weil er turmt. Warum turmt er? Weil er Kraft benötigt, höre ich. Wozu benötigt er Kraft? Weil er seine Feinde in der Stadt besiegen muss, sagt er. Warum muss er Feinde besiegen? Weil er essen will, höre ich. Nachdem er Keuner dies gehört hatte, dass sein Nachbar Musik mache, um zu turnen, turne, um kräftig zu sein, kräftig sein wolle, um seine Feinde zu erschlagen, seine Feinde erschlage, um zu essen, stellte er seine Frage, warum isst er? Mühsal der Besten. Woran arbeiten Sie? Wurde Herr Keuner gefragt. Herr Keuner antwortete, ich habe viel Mühe. Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Die Frage, ob es einen Gott gibt. Einer fragte Herrn Keuner, ob es einen Gott gäbe. Herr Keuner sagte, ich rate dir nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich ändern würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage fallen lassen. Würde es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, dass ich dir sage, du hast dich schon entschieden, du brauchst einen Gott. Das Wiedersehen. Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr Keuner und erbleichte. Herrn Keuners Lieblingstier. Als Herr Keuner gefragt wurde, welches Tier er vor allen schätze, nannte er den Elefanten und begründete dies so. Der Elefant vereint List mit Stärke. Das ist nicht die kümmerliche List, die ausreicht, einer Nachstellung zu entgehen oder ein Essen zu ergattern, indem man nicht auffällt, sondern die List, welcher die Stärke für große Unternehmungen zur Verfügung steht. Wo dieses Tier war, führt eine breite Spur. Dennoch ist es gutmütig. Es versteht Spaß. Es ist ein guter Freund, wie es ein guter Feind ist. Sehr groß und schwer ist es doch auch sehr schnell. Sein Rüssel führt einem enormen Körper auch die kleinsten Speisen zu, auch Nüsse. Seine Ohren sind verstellbar. Er hört nur, was ihm passt. Er wird auch sehr alt. Er ist auch gesellig und dies nicht nur zu Elefanten. Überall ist er sowohl beliebt als auch gefürchtet. Eine gewisse Komik macht es möglich, dass er sogar verehrt werden kann. Er hat eine dicke Haut, darin zerbrechen die Messer. Aber sein Gemüt ist zart. Er kann traurig werden. Er kann zornig werden. Er tanzt gern. Er stirbt im Dickicht.
Er liebt Kinder und andere kleine Tiere. Er ist grau und fällt nur durch seine Masse auf. Er ist nicht essbar. Er kann gut arbeiten. Er trinkt gern und wird fröhlich. Er tut etwas für die Kunst. Er liefert Elfenbein. In dem Stück Die Tage der Kommune stellt der Maurer und Kommunard Papa während der Feier anlässlich siegreicher Wahlen 1871 die Frage: Denn wozu lebt man? Der Curé von Saint-Denis hat meiner Schwester zufolge die Frage beantwortet: Für die Vervollkommnung seiner selbst. Nun gut, was braucht er dazu? Er brauchte dazu Wachteln zum Frühstück. Mein Sohn, man lebt für das Extra. Es muss her. Und wenn man Kanonen dazu benötigt, denn wofür leistet man etwas? Dafür, dass man sich etwas leistet. Herr Joseph hat kein Dach überm Kopf, überm Hintern sein Weib hat kein Hemd, doch kocht sie für ihn was im Topfe, am Rhein im gestohlenen Topfe, hat Père Joseph sich vorm Mahle gekämmt. Mutter, mach was extra Exquisites für einen armen Hund, ist nichts zu schad. Mutter, lass dir Zeit, spar nicht mit Geschicklichkeit. Mach was extra, halt den Schnittlauch für den Salat. Mach was extra, halt den Schnittlauch für den Salat. Herr Joseph in der Salpetriere, für den Pfaffen hat er keine Zeit. Und als ob es von seinem Gelde wäre, bestellt er sich seine Henkersmahlzeit. Wärter, mach was extra Exquisites, für einen armen Hund ist nichts zu schad. Kinder, lasst euch Zeit, spart nicht mit Geschicklichkeit und vergesst mir nicht den Schnittlauch für den Salat. Und vergesst mir nicht den Schnittlauch für den Salat. Vergnügungen, 1956 geschrieben. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Das wiedergefundene alte Buch. Begeisterte Gesichter. Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten. Die Zeitung. Der Hund. Die Dialektik. Duschen, schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen, reisen, singen, freundlich sein,